heute bin ich hier beim Offscreen Magazine und habe ein Interview für euch. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Frau Scheele. Und heute habe ich die Newcomerin Envy bei mir zu Besuch, hier in der Redaktion. Hallo. Und Envy singt deutsche Musik. Und wir wollen mal fragen, wie es ihr so geht, wie sie angefangen hat und warum Deutsch? Mir geht's gut, danke. Deutsche Musik mache ich eigentlich, seit ich ganz klein bin. Deutsch, weil Deutsch für mich einfacher ist als Englisch. Ja. Jetzt hast du schon zwei Single rausgebracht. Die eine heißt Träne aus Blut und die andere aktuelle ist Gefangen. Genau. Das sind ja schon alles sehr schwere Themen, die du da hast. Wie kommst du da drauf? Es ist einfach so, dass ich in meiner Kindheit nicht allzu viel freundliche Umgebungen hatte. Ja, okay. Und die halt auch nicht immer sehr schön waren. Und aus diesem nehme ich dann halt meine Songtexte. Okay. Praktisch, wenn man, also du erzählst quasi ein bisschen aus deinem Leben, das, was dir so passiert ist oder das, was du dir so wünschst. Genau. Mhm. Und können wir da noch mehr solche Songs erwarten von dir? Das waren ja nur Promotion-Sales. Mhm. Das heißt, das Jahr 2012, wenn die Welt nicht umfertigt. Glaube ich nicht. Nein. Glaube ich nicht. Wird auf jeden Fall eine Debüt-Single erscheinen. Wir können noch nicht sagen, ob Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres. Aber wir bemühen uns natürlich, dass es Anfang des Jahres eine Debüt-Single gibt. Und dann natürlich das Album. Mhm. Und Videos dazu. Genau. Okay. Jetzt ist das ja, wenn ich das sagen darf, aufgrund deines Lebens ja echt mutig von dir, auf die Bühne zu gehen, vor Leute zu gehen. Und das kennen vielleicht alle oder einige von uns. Cybermobbing ist gerade echt ein großes Thema. Ja. Hast du da auch deine Erfahrungen gesammelt oder sammelst du da deine Erfahrungen? Natürlich, dadurch, dass man in der Kindheit so Trauma gehabt hat und auch diese Nachfolgen da sind, sehen die Leute einen ja ganz anders. Und mobben einen deswegen, sag ich mal, mobben. Mhm. Auch im Internet wurde ich schon gemobbt deswegen. Meine Musik nicht jedem gefällt, aber es kann ja nicht jedem gefallen. Und wie kämpfst du dagegen an? Also das ist ja, da muss ja schon eine ganz schön starke Envy in dir sein. Anfangs war es sehr schwer. Also da war ich auch immer sehr traurig drüber und habe mich eigentlich verkriechen wollen. Mittlerweile ist es so, dass ich nochmal in mich reinhöre, auf meine Fans höre und die reden mir dann praktisch halt. Ja, das ist super. Ja. Was können wir denn von dir in 2013 erwarten? Was sind deine Pläne für 2013? 2013 planen wir natürlich mit dem gesamten Envy-Team ein Debüt, wie ich schon gesagt habe. Und es soll natürlich ein Video erscheinen, eine Band wird dazu kommen, ich werde nicht mehr alleine stehen. Also ich bin doch die Frauenfrau, aber hinter mir steht noch eine Backing-Band. Super. Mhm. Dann wollen wir natürlich mehr Auftritte machen und ja, einfach mal gucken, was kommt. Das hört sich gut an, das hört sich gut an. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, du bist ja wahnsinnig viel auf Reisen. Du kommst aus Leipzig, genau, in der Ecke da. Und ich sehe und lese immer, da warst du in Köln, da warst du in Berlin, da warst du in Bremen. Das ist wahnsinnig viel, du bist 18 Jahre alt. Ich möchte da nochmal fragen, du machst da so viel Power. Was gibt dir, woher nimmst du deine Kraft? Meine Kraft nehme ich eigentlich in dem Willen, den ich habe. Weil ich möchte was erreichen. Ich möchte den Menschen zeigen, dass man trotz einer Behinderung, sag ich mal, da sein kann. Und auch das, was manche eben nicht von dir denken, dass man das halt trotzdem schaffen kann. Und dafür geht man halt diese Wege dann auch mal nach Leipzig, nach Köln, von Köln nach Bremen, von Bremen nach Berlin. Mhm. Es ist anstrengend, es ist gar keine Frage, aber es lohnt sich ja dann doch, wenn man Feedback von den Fans bekommt, die dann halt sagen, ey, das war toll und das. Ich nehme aber auch Kritik gerne an, wo die dann sagen können, das und das nochmal ändern und dann versuche ich es auch, weil einfach der Willen, was da ist, irgendwas zu erreichen. Das ist super. Andy, wir wünschen dir super, super viel Glück. Wir drücken dir die Daumen. An alle Fans auch von Envy. Es wird bestimmt was kommen im nächsten Jahr. Wir sind gespannt. Wir bleiben auch für euch dran auf jeden Fall. Und ja, ich drücke dir die Daumen für deinen weiteren Weg. Und wir sind dabei. Wir stehen hinter dir. Dankeschön.